Hallo liebe Zuschauer und hallo YouTube. Es geht mal wieder um ein Video von Commander Krieger. Er hat uns, besser gesagt, die YouTube Community gebeten, bei King of the Web zu voten. Und am besten so, wie man seine Votes über Facebook zum Beispiel macht, einfach mal aufzunehmen. Und ich mache das jetzt mit diesem Video hier. Das ist hier, es geht um dieses Video hauptsächlich. Den Link werde ich auch in die Beschreibung posten. Das ist das fetteste Gewinnspiel auf YouTube. $7.500 für euch. Dafür müsst ihr mir helfen. Und auf King of the Web gibt es auch ein Video dazu. Hier heißt es Special Prize 500 Euro by my own. Also CK legt 500 Euro drauf, falls er bei Dings, King of the Web also gewinnt. Und das ist das Video dazu. Und das sind halt die Kommentare. Die habe ich halt jetzt gerade so mal kurz aufgeschlagen. Und das Ganze zeige ich euch jetzt mit meinem Facebook-Account. Ich gehe dazu einfach hier in meinen Facebook-Account. Das sind meine aktuellen Aktivitäten. Und dann gehe ich hier auf King of the Web. Dann kommt hier so ein kleines Pop-Up-Fenster. Und dann drücke ich hier drauf, jetzt verwenden. Und eigentlich müsste ich jetzt eigentlich schon automatisch zu dem Link kommen. Muss ich kurz warten, bis die Verbindung da ist. Das ist also die Verbindung. Der momentane Stand, heute ist der 8.7.2012, es ist 18.43 Uhr. Commander Krieger hat 1.349.598 Votes und Rosanna, die Zweitplatzierte, hat 1.205.000 Votes. Also wir haben heute wieder ein bisschen zugelegt. Und ich drücke jetzt hier einfach auf das Video von Commander Krieger, also ich drücke einfach hier auf ihn. Und dann komme ich automatisch auf, also werde ich weitergeleitet. Und dann steht hier dran zum Beispiel Vote, Tweet, ich kann es natürlich auch tweeten. Liken kann man es natürlich auch. Und ich habe das, da ich ja das Ganze schon getweetet habe, kann ich hier drauf drücken, bringt aber nichts, wenn ich schon zweimal getweetet habe. Mehr tweeten kann ich nicht. Ich habe es heute wieder einmal getweetet, aber das wird nicht, der Zähler geht dadurch nicht hoch und ich drücke jetzt hier einfach auf Vote. Und dann macht's Patch. Ihr habt da gerade eine Plus 1 gesehen und dann drücke ich nochmal drauf. Da oben rechts oben, hier oben in dem Kasten, da seht ihr meine Daily Votes und meine Earned Votes. Wenn dieser Meter alle 5 Tage, wenn ihr euch alle 10 Votes jeden Tag abgibt, steigt hier eins. Das werde ich euch gleich zeigen, wenn ich meine 10 Votes abgegeben habe. Ich drücke jetzt hier einfach 1000 Mal auf Plus 1. Und ihr seht ja, meine Vote-Stimmen, die gehen immer weiter runter und jetzt habe ich kein Vote mehr. Und seht ihr, jetzt habe ich hier einen blauen Balken vollgekriegt. Und wenn dieser blaue Balken nach 5 Tagen voll ist, habt ihr 10 Zusatzvotes. Das heißt, ihr könnt 20 Stimmen an einem Tag verballern. Und wenn es da unten hier komplett voll ist, dann habe ich einen Kingmaker Pass. Und das werden wahrscheinlich auch schon viele bei der Rosanna haben. Oder bei halt, ihr könnt auch das Kingmaker Passes bekommen, indem ihr einfach hier auf den Link klickt. Aber dazu müsst ihr dann zum Beispiel an King of the Web einen bestimmten Geldbetrag überweisen. Klar, wer es machen kann, kann das gerne machen. Dann hat er mehr Votes zur Verfügung. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen, was das bringt, was so ein Pass bringt. Da steht dran zum Beispiel hier, what are these for? You can enable a pass to enable voter upgrades. Also ihr könnt dadurch zum Beispiel hier, könnt ihr dann drauf drücken, um mehr über voter upgrades zu erfahren. You can earn them by voting. Ihr seht ja, hier unten steigt dann der Votemeter. Warum warten? Ihr könnt 2 Kingmaker Passes zum Beispiel schon für $1.99 bekommen, 7 Kingmaker Passes für $6 bekommen. Dann könnt ihr das mit PayPal natürlich bezahlen. Wenn ihr einen PayPal-Account habt, könnt ihr es ja gerne machen. Also, dann schauen wir uns doch mal an, was das Ganze bringt. Ich lasse jetzt hier noch ein bisschen Mucke laufen, weil ich gerade Bock habe, Mucke zu hören. Ja, und was bringt das Ganze? Also zum Beispiel Rapid Voter könnt ihr dadurch machen. Dann werden eure täglichen Votes automatisch hochgehen und ihr bekommt dadurch Election Votes. Votes with which expire only at the end of the election. No more daily votes. You can still get earned votes plus 10. Bonus Voter. Your vote meter is only 3 parts zu füllen. Sehr klar. Also da hat euer Vote meter einfach weniger Dings zu bekommen. Und Daily Votes werden natürlich nicht gewechselt. Und bei dem Upgraded Voter enable emerging creators with double the voting power. Your vote meter has only 4 parts to fill. Each vote you cast for a campaign not in the overall top 10 counts for double. Also alle, die nicht in der Top 10 sind, zählen natürlich doppelt an eure Stimmen.
Also das ist ein, ja, also am besten würde ich sagen, ist dieser Rap, dieser Bonus-Voter. Also wer das Geld hat, kann das gerne investieren. Das kostet zum Beispiel auch nur einen Kingmaker Pass. Das könnte ich eigentlich auch schnell machen. Den werde ich mir auf jeden Fall noch besorgen, den Voter Pass. Da werde ich mir mal so vielleicht, ich glaube 7 Kingmaker Pass, das werde ich mir mal kaufen. Über PayPal ist ja kein Akt, da diese paar Dollar, da kann ich auch noch investieren, die habe ich auch noch übrig. Da 7 Kingmaker Pass, 6 Dollar, das sind ungefähr, umgerechnet, ja, 5 Euro, also eigentlich lächerlich. Also meine Stimmen sind abgegeben. Wir sehen uns dann bald wieder in meinem nächsten Video, beziehungsweise in meiner nächsten Episode, das wird dann morgen sein. Zur gleichen ungefähr wieder auch so um die Uhrzeit, so um 18 Uhr rum werde ich das dann wieder aufnehmen. Ich verabschiede mich und sage ciao, bye bye, euer Daniel the Dirty.